Grüß dich, schön dich zu sehen. Wir machen heute zusammen drei Königskuchen. Bei uns in der Schweiz ist der drei Königskuchen aus so einer großen Kugel in der Mitte und so kleine rundherum. Und in einer dieser Kugeln ist ein König versteckt. Wer diesen König dann bekommt am Dreikönigstag, bekommt dann noch eine Krone und der ist dann der König an diesem Tag. In südlichen Ländern wie Italien, Spanien, Portugal, da nimmst du eher einen Dreikönigskuchen mit sehr vielen kandierten Früchten. Und bei uns in der Schweiz ist es ein luftiger, gesüßter Zopfteig. Dann gibt es Varianten, wo sehr viele Sultaninen drin sind bei uns in der Schweiz. Oder diese Variante, die wir heute machen, nämlich mit Schokoladestücken. Der Grundteig für einen Königskuchen ist eigentlich immer gleich. Ich nehme Milch. Die ist ein bisschen lauwarm. Ich gebe ein Ei dazu, ist auch Zimmertemperatur. Dann die Hefe. Und das vermische ich mal von Hand ein bisschen, dass die Hefe sich auflöst in der Flüssigkeit. Das ganze Rezept übrigens findest du unten in der Beschreibung. In die Milch gebe ich nun Weißmehl. Das ist Typ 405. Du kannst natürlich auch ein dunkleres Mehl nehmen, wenn du das gerne hättest. Dann kommt Butter dazu. Zucker, einen halben Teelöffel Salz, dann einen gut gehäuften Teelöffel Honig und dann kommen noch die Schokoladenstücke. Die legen wir bereit, die geben wir jetzt noch nicht hinein. Knethaken rein, Maschine zumachen und dann kneten. Kneten, du siehst auf der untersten Stufe ungefähr jetzt 5 Minuten so kneten und dann darfst du nach 5 Minuten, so 10 Minuten, ein bisschen schnellere Geschwindigkeit machen. So, oder? Du siehst, der Teig ist schon recht gut verknetet. Was machen wir nun? Jetzt geben wir die Schokoladenstücke hinein. Die müssen jetzt nicht mehr verknetet werden, sondern einfach unter den Teig gezogen werden. Das dauert ungefähr 1 bis 2 Minuten. So, 1-2 Minuten später, schalte die Maschine aus. Das passt so. Gib sie auf den Tisch. Knete noch ein bisschen zusammen, dass wirklich überall Schokoladenstücke hat. So, das passt. Schokolade rein hier, so. Nimmst dein Tüchlein, deckst ihn zu, dass er ja nicht im Durchzug liegt. Und dann lassen wir hier ungefähr eine Stunde liegen, damit er ein bisschen gären kann. So, ich habe schon begonnen mit Abwägen. Ich habe mal 2 große Teile abgewogen. Was sind die? 250 Gramm. Und jetzt mache ich 70 Gramm große Stücke, also kleinere Stücke. Wir machen 2 Königskuchen und auf jedem Königskuchen kommen dann 6 Teile ran. Also gut, deswegen jetzt nun 12. Teile abwägen, die rund 70 Gramm sind. Alle Teile abgewogen, beginnen wir diese abgewogenen Stücke zu formen zu einer Kugel. Wie machst du das? Ganz einfach. Du nimmst zum Beispiel so ein Teil, nimmst immer von unten nach oben, drückst ein bisschen Teig, siehst du, und dann wird es immer schön glatt auf dieser Seite. Du nimmst deine Handballen, drückst den Teig zwischen deine Handballen, kleine Finger, große Finger und so einfach formen. Die beiden Finger hier, siehst du, die führen das Teigstück und oben drücke ich runter und so kannst du dann ein Teigstück formen, egal welches Brot, welche Größe. Siehst du, ich mache es einfach mit einer Hand schnell ein bisschen so rundherum formen und dann drücken, einfach drücken und formen. Nun habe ich noch 2 Teile, die geformt werden müssen. Hey, da fehlt noch was, und zwar der König. Du kannst so Könige, die gibt es vor allem hier in der Schweiz, das drücke ich hier hinein. Wie gesagt, derjenige, der dann diesen König bekommt, darf heute der König sein. Auf die Seite legen. Oder hier eine Mandel oder eine Nuss. Geht auch, wenn du so Könige nicht findest. Dann natürlich noch die beiden großen Teile, die formen wir auch. Da nehme ich am besten gleich meine beiden Hände und drücke einfach so rundherum auf die Seite des Teiges. Und dann wieder schön rund, ein bisschen flach drücken, et voilà. Hier ein Backblech. Eines der beiden großen Stücke nehmen. Eines der beiden Stücke mit dem König. Dran kleben. Die anderen 6 Stück pro Kuchen. Et voilà, siehst du. Schön gut verteilen. Durch das, wenn es nachher aufgeht, kriegen die da schon aneinander. Darf noch ein bisschen runterdrücken. Alles fertig geformt, verteilt. Nochmals zudecken mit einem Tüchlein und dann lassen wir es nochmal gut 30 Minuten liegen, bevor Sie sich bereit machen zum Backen. Die Teigstücke sind schön aufgegangen und sind bereit zum Backen. Jetzt werden wir sie noch ein bisschen dekorieren. Zuerst mal überall Eigelb darüber streichen. Du
damit sie schöne, goldige, gelbige Farbe bekommen. Nun habe ich hier gehobelte Mandeln. Die kannst du zum Beispiel in der Mitte drauf geben oder, wie ich es heute mache, einfach auf die kleinen Stücke ein bisschen verteilen. So, die sollen so mitgebacken werden und bekommen dann auch Farbe. Und dann gebe ich heute in der Mitte kandierte Zucker, also grobe Zucker. So, haben wir zweierlei Sachen drauf. Das Ganze wird nun bei 180 Grad für rund 30 Minuten gebacken. So, und fertig gebacken seht ihr drei Königskuchen so aus. Siehst du, die Mandeln sind schön braun geworden, der Zucker ist drauf, man sieht die Schokolade. Sie dürften ein bisschen besser zusammen sein, meiner Meinung nach, die Stücke. Du kannst also das Mittelteil zum Beispiel kleiner machen, also weniger Teig nehmen, dafür mehr in die Stücke draußen verteilen oder du machst anstelle 6, dann 7 oder 8 Stücke. Auskühlen lassen und verzehren. Guten Appetit. Drei Königskuchen mit Schokoladenstücke. Einmal etwas anderes. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderschönes Dreikönigsfest. Ich hoffe, dass du der König wirst. Wir sehen uns. Ciao.